Hallo, herzlich willkommen zu der Kanalvorstellung meines Kanalangebotes für euch, ja, um euch einen Einblick zu geben in meinen kleinen Forstbetrieb, oder man sagt auch Kleinstforstbetrieb. Und ich hoffe, ich kann euch dort ja auch mal noch ein einzigartigen Einblick geben, was jetzt sonst bei den anderen Kanalangeboten halt nicht so gibt. Entweder die jetzt wirklich professionell ihren Lebensunterhalt damit verdienen, als Forstdienstleister, das mache ich jetzt nicht, sondern ich bewirtschafte nur eigene Flächen, also Kleinstprivatwaldflächen. Und ja, auch nicht jetzt im Sinne ausschließlich jetzt Brennholz-Selbstwerbung, wo es halt auch einige YouTube-Inhalte gibt, wo es um Brennholzaufbereitung geht. Das habe ich zwar bei mir auch als Thema, aber ist jetzt auch nicht der primäre Inhalt, sondern es geht halt auch um das Thema Waldbauer, ne, wie setze ich mich mit einem dauerhaften Waldbestand und Waldbewirtschaftung auseinander. Also man sagt ja auch vom Dauerwaldprinzip, spricht man ja dort. Und ja, jetzt auch insbesondere in den Zeiten des Klimawandels mit den Waldumbau-Themenstellungen, die dort relevant werden. Da versuche ich halt Einblicke zu geben. Und was halt sonst noch so anfällt, im dörflichen Landleben, es geht ja auch hier um so ein bisschen dörfliches Landleben, auch die Landschaft und die Natur ein bisschen zu vermitteln, das möchte ich mit meinem Kanal euch bieten. Und ich hoffe, es macht euch Spaß und freue mich über euer Feedback. Das ist halt auch wichtig, damit der Kanal funktioniert. Wichtig sind halt auch Abonnenten, dass man abonniert, sonst fragt man sich dann irgendwann, für was macht man es, wenn man jetzt da keine Abonnenten mehr hat, dann stellt sich früher oder später die Frage, für wen macht man das Ganze, ne? Das ist ja auch relativ viel Arbeit. Ich versuche das mit meinen Mitteln auf die Reihe zu kriegen. Die Ressourcen sind halt knapp. Das ist ja einmal die Ressource Zeit. Ne? Da wöchentlich ein Video zu machen, ist schon immer eine Herausforderung. Und das dann noch in einer halbwegs vernünftigen Qualität dann abzuliefern, ist auch eine Herausforderung. Da überlegt man sich, macht man das, jetzt schafft man das noch oder wie geht man da weiter voran? Geld ist ja auch eine wichtige Sache. Und ja, Equipment kostet Geld und das will ich jetzt hier gar nicht weiter thematisieren. Also es ist schon einen großen Teil Hobby, ne? Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn man dort halt ein entsprechendes Feedback bekommt, um da am Ball bleiben zu können. Ja, gerade wenn man jetzt als Kleinstbetrieb dort Einblicke verschaffen will. Gut, das dazu habe ich mich wieder verquasselt. Das ist ja auch so ein Ding. Man muss ja halt auch immer schauen, dass man halt die Redebeiträge vernünftig macht. Und wenn man das so ad hoc macht, da bin ich auch nicht so der Typ für, das immer ad hoc auf den Punkt zu bringen. Und das müssen wir noch ein bisschen nachsehen. Übung macht den Meister, aber es kommt noch. Ansonsten denke ich mal schon, dass ich die Inhalte schon gut rüberbringen kann, die ich da jetzt rüberbringen möchte. Aber ja, wie gesagt, bin ich noch dran, das noch besser zu organisieren, auch die Inhalte besser zu organisieren. Gut.
Vielleicht ein Standardthema, was jetzt auch schon öfters dann angefragt wird, was mache ich mit dem Holz, was mache ich mit dem Wald? Ich habe ja einen Forstbetrieb. Ein Forstbetrieb ist beim Finanzamt halt auch angemeldet und muss halt auch Gewinn erwirtschaften. Also es muss ja eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter stecken und nachweisbar sein. Und da ist es halt bei Privatwaldbesitz halt häufig so oder in der Regel so, dass dann häufig auch mit Dienstleistern gearbeitet wird, also dass Holz in den Verkauf geht. Ja. Und gerade bei Kleinstprivatwaldbesitzern, bei mir, ist es halt so, das ist es eigentlich unüblich, dass ich da noch einen eigenen Forstbetrieb unterhalte. Und das ist ja auch mit Kosten verbunden. Und ja, also wie gesagt, da ist eine Möglichkeit, das Holz zu verkaufen, auch über Dienstleister zu verkaufen. Was heißt über Dienstleister zu verkaufen? Also mit Dienstleisterbeteiligung, das hatte ich ja jetzt auch schon gehabt. Bei den größeren Borkenkäferkalamitäten kommt man ja ohne Dienstleister nicht aus. Das heißt, sprich große Maschinen, Harvester-Einsatz, Vorwader, um halt die großen Mengen an Holz dann auch bewegt zu bekommen, abgeerntet zu bekommen. Das hätte ich jetzt mit meinem kleinen Forstbetrieb halt nicht bewältigt bekommen. Aber das ist halt eine Möglichkeit, über Forstdienstleister dann auch das Holz dann auch zu verkaufen, beziehungsweise bin ich ja auch in der Forstbetriebsgemeinschaft, habe einen Beforstungsvertrag mit Hessenforst und bin da halt auch gut eingebunden, um dann halt auch die Dienstleistungen und Vermarktungsformen dann halt auch zu nutzen zu können. Ja, das ist ein Thema für sich, da gibt es jetzt neue Vertriebsorganisationen und so weiter. Und um Holz zu verkaufen, darüber hinaus habe ich halt festgestellt, dass halt Kleinstmengen jetzt gerade beim Kleinstprivatwaldbesitz halt schlecht zu vermarkten sind. Und da habe ich jetzt einen zweiten Kanal aufgemacht, quasi die Direktvermarktung. Aber Direktvermarktung ist nur so weit möglich, dass man halt auch das Holz dann nicht als Rundholz nur verkauft, sondern dann halt auch schon in gewissen Rohschnitt, einmal Längen auf Länge geschnitten, ist ja noch einfach, Rundholz auf die entsprechenden nachgefragten Längen zu schneiden, auf verschiedenen Stärkeklassen, zum Beispiel Zaunbau oder sowas, ist ja da möglich, aber auch der Längsschnitt, das heißt dann Bretter und Kanthölzer zu sägen, dafür habe ich halt ein Kleinsägewerk zugelegt, um halt quasi diese Grobschnitt dann zu machen, um dann halt auch dort Direktvermarktung zu ermöglichen. Was halt nicht jetzt im Sinne einer weiteren Verarbeitung des Holzes zu verstehen ist. Das ist halt die Schwierigkeit, weil viele Abnehmer dann auch den Anspruch haben, man hat dann schon fertige Bretter mit einem entsprechenden Qualitätsanspruch auch gehobelt oder sowas. Das ist alles eine entsprechende Weiterverarbeitung, die ich nicht gewährleisten kann und will, ja, weil das dann den Rahmen halt des Forstbetriebs und der Privatwaldwirtschaft, Bewirtschaftung überschreiten würde. Ja, das macht keinen Sinn, sondern nur halt dann das, was als Grobschnittware noch von meiner Seite geleistet werden kann, das wird halt geht dann in die Direktvermarktung, und was ja natürlich auch jetzt nicht keinen Riesenumfang hat, aber zumindest einen kleinen Umfang, so dass man dann nicht nur alleine Brennholz dann die Kleinstmengen dann alle zu Brennholz verarbeitet. Das war ja mein Problem am Anfang, was ich gesehen habe für mich, was mir im Herzen wehgetan hat, wenn ich dann Kleinstmengen, was gutes Holz war, dann nicht vermarkten konnte, verkaufen konnte an die Großabnehmer über die gängigen Verkaufswege, sondern das dann halt zu Brennholz verarbeiten musste. Ne? Und
da habe ich halt schöne Eichen halt auch schon, die jetzt halt für den für die normalen gängigen Vertriebswege halt nicht möglich verkauft werden konnten. Dann schöne Eichen dann zu Brennholz gemacht und da habe ich gesagt, nee, das kann so nicht weitergehen. Da müssen wir was anderes uns ausdenken, sondern halt auch dieses Holz, was ja einen gewissen Wert hat, muss ja auch noch in den Vermarktungs-, in den Kreislauf zugeführt werden, dass da halt auch der, der Wert des Holzes ja auch entfaltet werden kann, Entfaltung kommt, auch genutzt werden kann, zur entsprechenden Nutzung kommt. Und deshalb geht das halt nur über jetzt halt dieses Kleinsägewerke und Direktvermarktung im kleinen Umfang. So. Ist natürlich auch, das dauert auch seine Jahre, bis das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Man muss ja auch eine gewisse Lagerkapazität halt Möglichkeit schaffen und so weiter. Und 10 Jahre sind da nichts, um dort dann, damit das Konzept auch wirklich dann zum Tragen kommt und zum Rollen kommt. Aber das, da muss man halt das Durchhaltevermögen haben. Und zu guter Letzt habe ich ja schon gesagt, alles was halt nicht mehr als Wertholz aufbereitet werden kann oder vermarktet werden kann, ist dann halt Brennholz. Dort mache ich keine Brennholzvermarktung oder Verkauf. Die Mengen sind da zu gering, um da jetzt großartig jetzt in Massen Brennholz machen zu können. Sondern da geht es halt darum, das was halt anfällt, das Brennholz für die eigene Verwertung zu machen. Oder dann habe ich ja jetzt noch einen Selbstwerber, nennt sich das, nach diesem Selbstwerberprinzip, einen, der Volker, der dann halt sein Brennholz selbst wirbt und ja, aus meinem Privatwald letztendlich, wo er dann ja, auch eine entsprechende Holzabrechnung gestellt bekommt. So, das zu den Vermarktungsformen, wie komme ich da zu umsetzen oder zum positiven Betriebsergebnis. Das ist soweit gegeben, aber das schützt auch nicht, habe ich jetzt festgestellt, ein positives Betriebsergebnis schützt halt auch nicht vor der Vermutung, der Unterstellung des Finanzamts, der Liebhaberei, den man halt als Kleinstprivatwaldbesitzer da mit so einem Forstbetrieb, was ich habe, dann ja ständig dann mit konfrontiert ist. Und ja, bisher hat es halt hingehauen. Und ja, dahingehend gibt es dann halt auch Fragestellen. Einige haben Frage gestellt, warum ich dann halt mir keine Funkseilwände zulege, weil das halt momentan nicht im Möglichen ist, dass ich das halt mit meinem Forstbetrieb dann noch absetzen kann. Ich habe ja einen entsprechenden Schlepper. Ohne den Schlepper geht es halt nicht. Dort halt auch einen modernen Schlepper, der halt auch die entsprechende Arbeitssicherheit ermöglicht. Auch mit einer manuellen Seilwinde zwar nur, aber zumindest ist das Mindestmaß, das was dann durch meinen Betrieb dann auch abgesetzt werden kann. Das habe ich gemacht, aber alles was darüber hinaus geht, das würde halt jetzt von dem Abschreibungsvolumen das Umsatzvolumen dann überschreiten und dann quasi Liebhaberei dann, quasi ja, in diese Kategorie fallen, was natürlich dann katastrophal wäre, weil er wäre ja wie eine Insolvenz quasi anzusehen. Ja. Gut, das dazu und dann viel Spaß bei meinem Kanal und mit meinen Videos, die ich einstelle und vergesst nicht das Feedback und vergesst nicht zu abonnieren. Bis dahin, macht's gut.